Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal kein Sims 4 Video, sondern ein Sims 3 Video. Wir erkunden die Stadt Alpine County. Das ist eine CC-Stadt. Ich weiß ja, ob man das so ausspricht, aber ich habe mir die neu runtergeladen und ich würde sie gerne ein bisschen angucken. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit, weil ich euch auf Twitter auch gefragt habe, ob ihr eventuell Sims 3 sehen wollt. Und die meisten meinten so, ja, wäre gar nicht so bad. Und deswegen dachte ich so, okay, I'm in. Und das ist die gute Skystar mit ihrem Kater Twinkle. Und ja, ich finde, sie ist wunderschön. Ich habe sehr viel Sisi benutzt. Hallo Bella, was geht? Und das sieht man auch in ihrer Wohnung. Guckt euch diese schöne Wohnung an. Ich habe so schöne Sachen. Das meiste ist Sisi hier, weil ich habe mich ein bisschen ausgetobt, weil ich musste erstmal alles an Sisi durchklicken, was ich hier so in diesem Spiel besitze. To be honest, es ist sehr, sehr viel und es sind so coole Sachen. Oh, I wish, ich hätte die in Sims 4 auch. Können die bitte einfach alles converten? Danke! Jedenfalls, ich weiß noch nicht genau, wohin mich dieses Spiel heute bringen wird. Aber wir werden irgendwie versuchen, irgendwas mit diesem Girl anzufangen. Hilfe! Es laggt jetzt schon. Oh nein! Geh weg! Oh, okay. Es laggt nicht so... Ah! Okay, ich möchte anfangen, indem ich einfach mal ein bisschen... mit dem Tier schmuse. Bitte. Die Katze ist einfach random generiert. Aber ich fand sie eigentlich süß. Und ich so, okay. Okay, sie hasst mich. Oh. Ja. Okay. Liebe. Bitte gib Leckerchen. Leckerchen sind gut. Ja. Sie wird bestimmt nicht in die Gesetzeshüterkarriere einsteigen. What the fuck? Sieht sie so aus? Ich glaube nicht. Okay. Sie mag lecker. Also er. Es ist ein Er. Dann können wir gucken, ob wir vielleicht dann streicheln können. Oh, kann ich jetzt... Oh. Ich habe ihn halt ängstlich gemacht als Trade. Hier, er ist ängstlich, deswegen. Ja. Alpine County ist halt ziemlich, ziemlich groß. Aber ich weiß immer nicht, wie man diese Sachen ausstellt. Weil ich habe keinen Bock auf irgendwelche random Sachen. Ich möchte nur von Freunden und so benachrichtigt werden. Es laggt ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay. Es ist halt Sims 3. Was erwartet man so, ne? Aber man könnte ja mal... Es wird ja irgendwo diesen Stadtpark geben. So, wo alle Feste dann so auch gemacht werden. Irgendwo wird es das doch geben, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte auf jeden Fall irgendwo hingehen. Habe ich überhaupt den freien Willen an oder aus? Ich habe sogar an, okay. Was wollen wir denn machen? Wir können ja zu diesem Park hier einfach mal gehen. Ich finde sie so, so hübsch, ne? Erkennt. Wie so, nope, girl. Wir werden hier nicht weitermachen. Du bleibst jetzt in diesem Auto sitzen und das war's. Hauptsache unser Maskottchen kommt. Warum sind hier Leute? Ich wohne hier alleine. Go away! Das ist mein Haus! Okay, sie ist zumindest mittlerweile angekommen. Oh mein Gott! Was interessiert mich das? Nein, geh weg! Ich will nicht in die Future reisen. Okay. Oh, sie hat eine Sisi-Frisur. Cool. Aber warum bin ich in der Gruppe? Hat das mit Enras zu tun? Ich glaube schon. Da muss ich nochmal gucken. Okay, vielleicht habe ich es jetzt geschafft. I don't know. Ich meine... Vielleicht finden wir jemanden, mit dem wir hier ein bisschen Kontakt knüpfen wollen. Ich meine, ist das ein Celebrity? Ja, das sind beide Celebrities. Ich würde gerne... Der sieht aber nicht so gut aus irgendwie. Ich würde gerne einen Typen kennenlernen. Wie wär's? Mal nur so. Warum nicht? Es sind ein paar Nachbarn nach Hause gekommen. Okay, dann geh einfach doch mal nach Hause. Ach, Girl. Warum kann sie nicht nach Hause gehen? Girl! Bist du dumm? Sie steht da so, ich komme nicht nach Hause. Kann ich die mal kurz zu der Katze? Dann kann ich sie eventuell teleportieren. Dafür muss ich einmal... Testing Cheats... Enabled True eingeben? Ist das richtig? Yes, Queen! Okay. Komm nach Hause. Kann ich mich mit ihr unterhalten? Sag mal hi. Sie möchte heiraten. Cutie. Oh, hier sind ein paar Leute. Wer ist denn hier? Das ist, glaube ich, meins. Das kann ich ja mal kurz hier reinpacken. Ich will ihn kennenlernen. Mitchell! Mimi. Okay, sag mal hi. Hello. Was geht ab? Würde ich gern kennenlernen. Mitbewohner?
Sei mal lustig. Also er ist schon ganz cute so, ne? Kann man nichts gegen sagen. Also sie findet ihn auf jeden Fall sehr attraktiv. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Die Zeichen sind kompatibel. I'm in. Möchte auf jeden Fall, dass sie heute noch ein Teichelmächel haben. Danke. Vielleicht sollten wir auch einfach mal einen Job einschlagen. Ich würde auch gerne den Dienst. Den Dienst da abdingsen. Ich meine, wer braucht schon Zeitungen? Dann können wir ja einfach mal was kochen. Sie ist so hübsch einfach. Ich möchte weinen. Wie kann man so schön sein? So, den möchte ich nicht mehr haben. Haben wir eine Mülltonne? Ja. Mietzi, geht's auch gut? Ja, Mietz schläft auf dem Bett. Same. Also es wäre nicht so gut, wenn ich nicht auf dem Bett schlafen würde, aber... Same. Warum sind hier so viele Leute? Ich wohne hier. Entschuldigung. Weil Mitchell darf hier sein, ja? Aber wir sind die anderen. Mitbewohner? Warte, heißt Mitbewohner, dass die hier auch wohnen so? What the fuck? Ist das deren Ernst? Ist das wirklich so ein Ding? Oh nö, was habe ich getan? Hätte mir doch eine andere Wohnung aussuchen sollen. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also nur, ich dachte, das gibt es nur, wenn du in der Universität bist. Vor allem, wir haben jetzt nur ein Bett so. Und es ist definitiv meins. Danke. Ich meine, es liegt ja auch mein Kater drauf. Entschuldigung. Vielleicht kann ich auch einfach nicht lesen. Das kann natürlich auch eine Sache sein, ne? So ein Scheiß. Die steht da so und denkt sich so, ja, Girl, verpiss dich. Boah, ihr Blick ist so richtig psycho, Alter. Ja, als ob die Katze Nudel heißt. What the fuck? Aber naja, wenn Mitchell halt for real hier wohnt, so ist es vielleicht gar nicht schlecht. Ich schalte das mal stumm, weil es mich ein bisschen nervt. Hi. Ich dachte, ich komme mal vorbei. Ich stehe vor der Sprechanlage. Lass du mich rein, jo. Okay. Ich habe jetzt, glaube ich, 40 Minuten mehr aufgenommen, als jetzt irgendwie da gezeigt wurden. Wir haben ein bisschen diese Karriere mit Sänger ausprobiert. Und ja. I don't know, irgendwie ist das jetzt nicht so geworden, wie ich es wollte. Es ist ein bisschen sad. Ich würde gern, dass wir das häufiger machen. Eventuell, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Wir hatten sogar ein Techtelmechtel mit Mitchell. Und es hat gebrannt. Und I don't know, eventuell sind wir schwanger, weil es war halt ein risikoreiches Techtelmechtel. Es ist jetzt leider ein bisschen doof gelaufen. Ich möchte das jetzt natürlich nicht nochmal aufnehmen, weil, naja, es war jetzt... über eine Stunde, die ich aufgenommen habe. Und ich meine, sehe ich jetzt so aus, als ob ich jetzt nochmal alles so nachstelle, wie es so war. Es wäre halt ein bisschen dumm so. Ich meine, das war jetzt auch nicht so highlightmäßig, dass man sagen würde so, wow, das müsst ihr jetzt unbedingt gesehen haben. Aber ich werde das, was ich euch so gezeigt habe, so ein bisschen irgendwie zusammenschneiden. Und ich hoffe, euch hat das trotzdem irgendwie gefallen. Wenn ihr irgendwie mal was anderes an Sims 3 sehen wollt, keine Ahnung, welche speziellen Wünsche habt, dann könnt ihr mir das auf jeden Fall sagen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!